Digitale Sprechstunde. Vom Hamburger Abendblatt und Asklepios mit Vanessa Seifert. Husten Sie auch schon? Läuft die Nase? Sind Sie verschnupft? Denn der Herbst ist da und das ist natürlich Erkältungszeit. Doch wie können wir eigentlich unser Immunsystem stärken? Und was taugen Nahrungsergänzungsmittel? Das wollen wir heute klären in dieser digitalen Sprechstunde. Und ich freue mich auf Merit Arndt. Sie ist Ernährungsberaterin und Ökotrophologin am Facharztzentrum an der Kampnagelfabrik, die zu Asklepios gehört. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Hallo. Mein Name ist Vanessa Seifert. Ich freue mich sehr, ich habe gerade einen grippalen Infekt überstanden. Insofern freue ich mich sehr auf das Gespräch, liebe sehr Frau. Schön. Was kann ich denn tun, damit ich gar nicht erst krank werde? Oder erwischt es sowieso jeden? Naja, weglaufen können wir leider vor der Erkältungszeit nicht. Wenn man sich ansteckt, steckt man sich an. Man beobachtet aber, einige tun das häufiger, manchmal als andere. Manchmal auch einfach Pech. Aber langfristig gesehen ist es schon so, dass wir relativ viel von innen und außen heraus natürlich machen können. Ich kümmere mich natürlich da um den Ernährungspart und wirklich zu schauen, dass man eine sehr nährstoffreiche Ernährung führt, möglichst auch saisonal und auch regionale Lebensmittel einkauft und eine bunte Vielfalt einfach auf dem Teller hat. Bunte Vielfalt ist ein gutes Stichwort. Was gehört denn in den Einkaufswagen, wenn Sie sagen ausgewogene saisonale Ernährung? Also wirklich darauf achten, dass man eine farbenfrohe Ernährung wirklich hat. Immer, ich sag mal, was wichtig ist, dass man wirklich was Rotes, was Grünes und was Gelbes auch auf dem Teller hat, weil das einfach, wenn wir jetzt haben, eine rote Paprika, ja, und vielleicht einfach auch nochmal Möhren dazu und dann nochmal Beeren, haben alle kräftige andere Farben und bringen dementsprechend andere Antioxidantien mit, die einfach super für den Zellschutz bei uns sind. Okay. Beim Einkaufen, auch das werde ich oft gefragt, auch Tiefkühl geht natürlich auch. Genau, das heißt ja manchmal, die seien sogar noch vitaminreicher als sozusagen das frische Obst und Gemüse. Genau, gerade bei Lagerungen gehen natürlich Vitamine und Nährstoffe verloren. Insofern kann man auch gerade jetzt zur Winterzeit Beeren kriegen, wenn ich saisonal da auf Tiefkühlkost zurückgreife. Und einen Smoothie machen oder was zum Beispiel? Genau, den kann man auch farbenfroh gestalten. Ja. Mal einen grünen Smoothie, mal einen gelben Smoothie und auch vielleicht verschiedene Kräuter mal reinmachen oder auch mal beim grünen Gemüse-Smoothie. Und insofern können wir da relativ bunt und nährstoffreich essen. Macht es einen Unterschied, ob es roh gegessen wird oder gekocht? Beim Gekochten haben wir natürlich immer einen kleinen Vitaminverlust, weil Nährstoffe auch ins Wasser zum Beispiel übergehen. Deswegen sind schonende Methoden wie Garen oder auch im Ofen was zubereiten natürlich gut. Aber es ist auch ein bisschen die Vorliebe, ne? Also auch im Winter eine schöne warme Suppe essen ist auch mal netter als ein Salat. Ja, okay, genau. Aber sonst kann man natürlich auch zwischendurch, wenn man snackt, sagt, man nimmt eine Möhre oder so. Selbstverständlich. Und nicht Chips. Das geht immer. Ja, genau. Wenn einen das befriedigt, dann, wenn man natürlich Lust auf Chips hat, dann hilft die Möhre einen vom Seelenfrieden nicht immer, aber prinzipiell kann man immer natürlich eine Möhre essen. Was sind denn so die Vitamine, auf die es ankommt? Gibt es da auch nochmal Unterschiede zwischen den Geschlechtern? Worauf muss ich da achten? Was brauche ich? Also prinzipiell, wenn wir jetzt über Vitamine sprechen, wir brauchen immer schon alle Vitamine. Mhm. Ne? Und man kann manchmal auch gar nicht so hundertprozentig sagen, ob wir einen Mangel haben, weil auch nicht alle übers Blutbild ja getestet werden. Ne? Also wir brauchen alle und das decken wir natürlich auch nur über eine ausgewogene Ernährung langfristig ab. Und man kann mal ein bisschen darauf achten, wenn man so bestimmte Lebenssituationen hat, wenn man viel Stress hat oder aber auch die Erkältungszeit, dann müssen wir darauf achten, dass wir mehr Vitamin C zu uns nehmen. Ja. Und was ist mit zum Beispiel Fruchtsäften, die ja teilweise auch schon sehr offensiv damit werben, Immunabwehr oder ne, Vitamine A, C, E, hilft das? Bin ich nicht so der allergrößte Fan von, weil wir dann auch einfach eine höhere Kalorienaufnahme haben. Zucker. Über Getränk oder über Wasser sollten wir Getränke zu uns nehmen. Und man kann Schusssaft reinmachen, aber wenn wir jetzt jeden Tag 1,5 Liter Saft trinken, ist das viel zu viel Fruchtzucker, was wir aufnehmen. Und was ist mit anderen Maßnahmen? Bewegung an der frischen Luft, Sport, Wechselduschen, manche schwören ja darauf. Hat das einen Effekt auf das Immunsystem? Selbstverständlich. Also ne, draußen auch ein leichtes Bewegungstraining an der frischen Luft ist immer wichtig für unser Immunsystem. Auch Wechselduschen ist eine gute Sache, auch für etwas hartgesottenere also diese Kneippbäder kann man sehr gut machen. Und auch Basenbäder finde ich eine schöne Sache. Was sind Basenbäder? Was ist das denn? Also basische Bäder kann man in der Drogerie kaufen zum Beispiel oder man kann auch Natron nehmen. Das entsäuert so ein bisschen, ist auch schön für die Haut. Mhm. Und ansonsten sind Wechselduschen, man sagt ja, die härten ein bisschen ab. Ja, genau, das wollen wir ja auf jeden Fall. Aber wenn es einen dann doch erwischt hat, man erkältet ist, einen grippalen Infekt hat, wie ernährt man sich dann? Dann heißt es ja immer leichte Kost, nicht so schwer essen.
Ich prinzipiell finde das immer ehrlich gesagt ein bisschen schwierig, ja, weil leichte Kost ist natürlich gut, aber man kennt es auch selber, wenn man gerade erkältet ist, der Appetit ist dann irgendwie anders. Man ist ja, man hat echt wenig Appetit, ne, genau, in der Regel. Mhm. Ne, wenn man Schnupfen hat, dann schmeckt ja auch vieles einfach gar nicht, weil man gar nicht so richtig schmecken kann dann. Und insofern finde ich immer, die Ernährung dann umzustellen, wenn man erkältet ist, ist Quatsch. Lieber was umstellen, wenn es einem gut geht. Ja. Und natürlich sollte man schon darauf achten, dass man Vitamine und Nährstoffe ordentlich zu sich nimmt, aber wenn es einem nicht gut geht, ist man manchmal auch nicht so motiviert dazu. Deswegen lieber in der gesunden Zeit an, ja, der guten Ernährung arbeiten und wenn man krank ist, auch ein bisschen was für den Seelenfrieden tun. Ja, also im Grunde essen, worauf man dann Appetit hat, ne? Ja, wenn, genau, man überhaupt Appetit hat, natürlich. Und wenn man das Immunsystem dann wieder aufbauen will, was macht man dann? Also dann sagt man, okay, jetzt konzentriere ich mich und nehme möglichst den bunten Teller zu mir. Bunten Teller, aber natürlich auch eine mediterrane Kost, eine pflanzenbasierte, mhm, Kost ist gut. Was ich auch schön finde, ist möglichst auf Kräuter zu achten. Also einfach mal, wenn man Armbrot macht, wirklich auch zu gucken, dass man sich frische Kräuter mit drauf macht oder ein Petersilienpesto nochmal mit anrichtet. Wichtig natürlich auch auf Proteine zu achten, die ausgewogen sind. Also pflanzliche Proteine in Form von Hülsenfrüchten oder Nüsse auch gerne mit einbauen. Mhm. Fisch ist natürlich auch gut und auch auf sehr hochwertige Fettsäuren einfach zu achten. Ne? Sprich, irgendwie in Leinöl haben wir sehr gute Omega-3-Fettsäuren, die einfach wichtig für unseren ganzen Stoffwechsel auch sind. Geschrotete Leinsamen kann ich mit einbauen. Also es sollte eine ausgewogene Ernährung, ja, sein. Das ist wichtig. Und es sollte einen auch schmecken und Spaß machen. Genau, jeder, denn das darf auch nicht zu kompliziert sein, glaube ich. Ne? Genau. Wenn man sich zu viel Gedanken macht, was jetzt, genau, was man alles kaufen muss, und das darf wahrscheinlich auch nicht zu schwierig werden. Dann gerät man in Stress eigentlich, mhm, schon beim Essen. Genau, ne? Das ist auch. Deshalb vielleicht von Ihnen mal der Tipp als Expertin, was ist so der perfekte Tag ernährungstechnisch? Wenn Sie jetzt beim Frühstück beginnen, was sollte ich da zu mir nehmen? Dann vielleicht mit Snacks, was mittags? Was abends, wenn ich es richtig, richtig machen will? Also der perfekte Tag startet eigentlich wirklich erstmal mit einem Glas Wasser. Kann man dann individuell gucken, ob man da noch irgendwie Apfelessig oder ein Stück Zitrone reinmacht oder Ingwer nach Belieben. Na, man kann da so ein bisschen Infused Water machen. Aber erstmal, um so den Körper erstmal aufzuwecken und die Zellen gut durchzuspülen. Vor dem ersten Kaffee, ne? Das sollte das man unbedingt besten machen. Genau, mhm, am besten direkt nach dem Aufstehen. Und genau, für die meisten startet der perfekte Tag auch mit einem Kaffee. Den will ich auch nicht schlecht reden, weil das ist völlig in Ordnung. Da kann man mal gucken, ob man vielleicht mit einer pflanzlichen Milch statt mit einer Kuhmilch den Kaffee zubereitet, wenn es einem schmeckt. Und dann wäre ein nährstoffreiches Frühstück als beispielsweise wirklich ein Quark, weil der viel Eiweiß enthält. Dort eine Handvoll Beeren reinmachen, tiefkühl oder frisch, je nach Saison. Haben wir gute Antioxidantien und Vitamine mit und gerne einen Schuss Leinöl sowie, mhm, einfach Saaten, Kerne, Hanfsamen oder Nüsse. Okay. Ja. Mhm. Das wäre jetzt ein perfektes Frühstück zum Beispiel. Und Apfelessig, was tut das für mich? Das ist ja auch ein bisschen so ein Hype, ne, in letzter Zeit, dass das sehr stark beworben wird, ja, dass man es tun sollte. Und Apfelessig kurbelt so unseren Stoffwechsel etwas, okay, an, weil es den Blutzuckerspiegel stabilisiert. Ich finde auch so ein bisschen, kann man sagen, es ist ein bisschen von innen desinfiziert. Das ist wissenschaftlich nicht bewiesen, aber es tut gut, um den Stoffwechsel, mhm, anzuregen und dämmt ein bisschen Heißhungerattacken auch über den Tag. Ah, okay, gut. Mhm. Und mittags dann? Mittags würde ich immer gerne auch auf eine eiweißreiche Mahlzeit setzen, weil man in der Mittagspause jetzt auf Currywurst kommt. Ich wollte gerade sagen, die Currywurst in der Kantine, genau, die lockt natürlich doch viele. Und man, ja, merkt es natürlich, man ist danach super müde und wird sich am liebsten nach seiner Mittagsstunde erstmal hinlegen. Deswegen gerne da was Leichtes, gedünstetes Gemüse, gerne auch ein paar Kartoffeln dazu und je nachdem, ob man Fleisch oder Fisch isst, dann eine Fleisch- oder Fischmahlzeit dazu. Und ansonsten kann man auch gucken, mit Falafel zu arbeiten. Mhm. Man, genau, sollte vielleicht auch nicht zu viel Fleisch essen. Oder wie ist da die aktuelle Empfehlung? Genau, ja, weniger ist mehr. Ja, ja, genau. Also dann schon immer, ja, einmal in der Woche vielleicht Fisch, wenn, genau, es geht. Genau, das wäre, ne, super. Und wo man eher mal aufpassen sollte, ist so viel, wenn so Wurstwaren und sowas, das lieber weglassen. Mhm. Ist gesünder, mhm, auf jeden Fall. Dann wahrscheinlich, gut, im Laufe des Nachmittags haben wir schon gesagt, eine Snackmöhre geht immer. Geht Apfel immer, natürlich ist, ja, nicht schlecht. Nüsse. Genau. Und das kann auch mal, oder auch mal irgendwie ein paar getrocknete Feigen sind super, ja, nährstoffreich. Na, und ist natürlich auch nichts dagegen einzuwenden. Man muss ja auch mal gucken, bin ich mit meinem Gewicht zufrieden oder, ja, nicht. Gut. Aber selbstverständlich ist auch nach der Mittagsmahlzeit ein kleines Dessert drin. Ja, ne? Also man kann auch mal einen Schokoriegel essen, das ist jetzt nicht, genau, verboten. Ne? Ja, ne? Ja. Sollte auch möglichst nicht mit Verboten arbeiten. Mhm, das stimmt. Und abends dann eher nochmal kalt essen, wenn man mittags... Prinzipiell ist es dem Körper egal, ob man kalt oder warm, okay, ist. Wenn jetzt keiner gerne kocht oder nicht in die Kantine geht, wir können auch gerne den ganzen Tag kalt gegessen haben. Mhm. Aber das ist auch ein bisschen typbedingt. Die meisten brauchen ihre warme Mahlzeit. Mhm. Dem Körper geht es nur um die Nährstoffe. Ja. Ne? Abends wäre jetzt zur Winterzeit für mich immer
Schön irgendwie, ich esse gerne Suppe. Jetzt kann man gucken, Kürbiszeit geht los, eine Kürbissuppe oder eine Brokkolisuppe. Mhm. Na, man kann auch gucken, abends ein bisschen Ofengemüse mit einem Dip und auch gerne ein paar Kartoffeln dazu. Ansonsten bei der klassischen Abendbrotmahlzeit hängt ja manchmal auch viel damit ab, bin ich alleine, habe ich Familie zu Hause? Na, esse ich abends nochmal gemeinsam zusammen? Mhm. Es kann natürlich auch abends mal klassisch das Vollkornbrot sein. Und dann, genau, mit Käse oder Tomaten, Pesto Gurken dazu. Und dann aber gerne darauf achten, dass ich dann so ein bisschen Rohkost oder einen kleinen Salatteller dabei habe. Das wäre super. Ja, okay, das ist ja schon mal der perfekte Tag. Oder ein Stück Räucherfisch am Abend, kann man auch machen. Ja, das stimmt, wir sind im Norden, ne? Da, genau. Kann man das, da liegt das nah. Bei Salat ein bisschen aufpassen. Es wird oft, höre ich immer, darf ich abends Salat essen? Richtig, das ist auch so ein Mythos. Darf man das? Ist das nicht schlecht für die Verdauung? Genau. Selbstverständlich, wenn man keine Probleme mit der Verdauung hat, dann kann man auch abends Salat essen. Ne? Aber es gibt einige, die können dann wirklich nachts nicht schlafen, denen liegt es schwer im Bauch. Für die ist es nichts. Deswegen immer ein bisschen individuell gucken, was hat man, was braucht man, was mag man. Okay. Und natürlich ein großes Thema sind die Nahrungsergänzungsmittel. Man sieht sie mittlerweile bei den Discountern schon in den Regalen. Es gibt einen großen Werbemarkt dafür, Säfte, Pillen jeder Art. Was halten Sie davon? Also ich bin weder ein Gegner noch ein Fan von Nahrungsergänzungsmitteln. In erster Linie ist es jetzt wissenschaftlich nicht bewiesen, dass wir sie jetzt zwingend brauchen. Aber es macht keinen Sinn, jetzt ohne Ende Nahrungsergänzungsmittel zu sich zu nehmen und den ganzen Tag sonst nur, ich sag mal, Quatsch zu essen. Ja. Sondern das A und O ist erstmal eine möglichst ausgewogene Ernährung versuchen umzusetzen, die so 70% gut läuft. Ja. Na, man kann auch mal einen Ausreißertag haben. Wenn ich aber dann zum Beispiel, ich nenne mal als Beispiel, ich mag überhaupt keinen Fisch und ich esse keinen Fisch, dann ist es wichtig, auf Omega-3-Fettsäuren zu arbeiten. Mhm. Dann kommen wir mit dem Leinöl nicht weit und da würde ich immer auf Nahrungsergänzungsmittel gehen. Okay. Besondere Lebenssituationen wie eine Erkältungszeit, super Stress, weil ich gerade im Umzug bin oder jemand in der Familie erkrankt ist, dann macht es auch Sinn, mal eine Zeit lang Vitamin C vielleicht zu ergänzen. Aber dann eher temporär und nicht dauerhaft. Genau. Das, so ein bisschen auch gucken, wie fühlt es sich an, da auch immer mal mit dem Arzt ins Gespräch gehen, vielleicht mal einen gezielten Blutwert abzunehmen. Und wo man natürlich immer darauf achten sollte, ist auf Vitamin D. Ja, richtig. Das kennt man auch von den Kindern ja schon, von Säuglingen ja schon, die das teilweise brauchen. Ne? Und da hilft auch wirklich mal, wer das noch nicht gemacht hat, mal eine Blutabnahme beim Arzt zu machen und mal zu gucken. Wir im Norden sind alle sonnentechnisch unterversorgt. Ja, leider. Und das ist was wir über die Ernährung jetzt nicht wahnsinnig gut aufbauen können. Und deswegen ist es zumindest zur Winterzeit da wirklich sinnvoll, substituieren und Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen und da auch mal mit dem Arzt in Klärung gehen. Ist es generell sinnvoll, auch wenn man sich an sich vielleicht gut fühlt, zu sagen, man geht mal zum Hausarzt, lässt ein Blutbild erstellen, um zu gucken, mangelt es an irgendwas? Leider Gottes, wir sind ja nicht alle Vitamine und Nährstoffe im Blut mit drin und es wird auch relativ teuer, das testen zu lassen. Mhm. Aber da mal bei dem Arzt zu fragen und auch mal, habe ich bestimmte Symptome wie Müdigkeit oder Ähnliches? Ja, genau, ne? Das könnte ein Indiz sein. Ja. Das könnte ein Indiz sein und auch mal zu gucken, Vitamin D oder Eisen dann gezielt abnehmen zu lassen. Ja, genau, da nochmal gezielt drauf zu schauen. Ne? Die Frage ist natürlich auch, wie komme ich dann zum Beispiel zu Ihnen, wenn ich sage, ich brauche eine Ernährungsberatung, ich wünsche mir das, ich will mal gucken, ob ich das richtig mache oder was ich eigentlich verbessern kann. Kann ich bei Ihnen einfach einen Termin machen? Brauche ich eine Überweisung? Wie geht das? Selbstverständlich. Also wir zum Beispiel bei uns bieten immer kostenfreie Infogespräche an, wo wir erstmal gucken, was hat derjenige, welche Ziele hat er, wer ist der richtige Berater? Und dann gucken wir erstmal gemeinsam, wie es mit den Krankenkassen läuft. Wenn Sie wenn ein Patient eine Grunderkrankung hat, beispielsweise Bluthochdruck oder eine Akne kann es sein, Darmprobleme, dann ist es wichtig, dass der Arzt einmal eine ärztliche Verordnung ausstellt und die mitbringt und dann können wir bei der Krankenkasse eine Ernährungsberatung beantragen. Mhm. Je nach Krankenkasse ist da der Zuschuss unterschiedlich, aber die bezuschussen die Ernährungsberatung dann und dann könnten wir 5 individuelle Termine machen, wo wir ganz gezielt auf Ihre Probleme, Wünsche und Ursachen eingehen. Was sind denn so aus Ihrer Erfahrung die häufigsten Wünsche, wenn die Patientinnen und Patienten kommen? Ist es dann, ich will abnehmen und brauche eine Ernährungsberatung oder wie Sie schon sagen, ich leide unter Akne, Neurodermitis oder viele andere Erkrankungen können ja auch dann eine Rolle spielen. Das ist wirklich total unterschiedlich, ne? Gerade weil wir bei uns im MVZ auch sehr unterschiedliche Fachbereiche haben. Wenn natürlich jemand jetzt mit erhöhten Blutwerten Fettwerten kommt oder zum Beispiel einen Herzinfarkt hat, dann spielen da Ängste auch eine Rolle. Dann guckt man da erstmal, dass wir was für die Gefäße und die Arterien mitmachen. Ja.
natürlich haben viele auch immer einen Wunsch, das Gewicht zu optimieren. Ja. Und wenn es einmal nur die 2-3 Kilo sind. Das ist ja auch ein positiver Nebeneffekt einer Ernährungsumstellung. Genau. Ne? Aber nicht jeder bringt ja ein Übergewicht mit. Bei einigen sind es dann Gelenkprobleme und die haben Schmerzen aufgrund einer Arthritis oder einer Arthrose. Und dann gucken wir eher, dass wir die Gelenkschmiere anregen, Knorpelgewebe aufbauen. Okay. Und wenn jemand natürlich jetzt ein Leiden hat wie Neurodermitis oder Akne. Ja, genau. Hat es ja gar nichts mit dem Gewicht zu tun. Ne? Also deswegen ist es ganz, ganz unterschiedlich, je nachdem, was derjenige hat. Bei dermatologischen Erkrankungen, was hilft dann da, wenn Sie sagen Neurodermitis, Akne, weiß nicht, Vitiligo, gibt es da auch Empfehlungen? Also auch da immer wichtig, das generell auch fürs Immunsystem auch nochmal wichtig, auf unsere Darmgesundheit auch zu achten. Ne? Also auch da mal zu gucken, wie sieht mein Stuhlgang aus, ist der normal, ist es in Ordnung? Da kann man wirklich auch mal gucken, dass man möglichst da erstmal schaut, mit einer kleinen Darmsanierung was zu machen, probiotische Lebensmittel einzusetzen und auch da mal gucken, eine antientzündliche Ernährung umzusetzen. Bei der Haut ist es immer so, bei einigen hilft es total super und das macht total Sinn. Und bei anderen ist es so, da sind andere Faktoren, die eine Rolle spielen. Da macht genau das Gleiche. Da muss man auch ein bisschen individuell austesten. Und die Frage ist ja auch, wie lange dauert das, bis sich das bemerkbar macht? Es ist ja nicht sofort, man geht einmal zu Ihnen und es ist dann besser. Ja. Deswegen ist es da sinnvoll, auch ein bisschen mehr Zeit zwischen den Terminen zu lassen. Die Haut erneuert sich alle 4 bis 6 Wochen und nicht alle 5 Termine hintereinander. Nicht immer viel auf einmal ändern in der Ernährung, sondern wirklich erstmal so 1-2 Sachen, dann wieder Zeit dazwischen lassen und dann eine nächste Sache umstellen. Mit Ruhe, ne? Nicht in Stress verfallen und auch ein bisschen Geduld mitbringen, weil es sich natürlich nicht sofort verändern lässt. Darmsanierung klingt natürlich hart. Ist das nicht auch noch so ein Tabuthema, dass viele darüber gar nicht so sprechen möchten? Also erlebe ich eigentlich bei mir in der Beratung nicht mehr. Aber nun ist man auch zu zweit. Ich merke das manchmal, ich mache manchmal auch Vorträge und Workshops in Firmen. Ja. Und wenn man natürlich dann in der Runde da kommt dann so Vorträge wie Darmgesundheit nicht ganz so an, weil das ist vielleicht unangenehm. Es aber hat sich verändert durch dieses Darm mit Charme, den Bestseller, glaube ich. Aber es ist eine Zeit lang sicherlich so ein bisschen noch ein Tabu gewesen. Ja. Ne? Also ist besser geworden, aber in der Einzelberatung, da kann man dann nochmal drüber sprechen. Okay, gut. Vielleicht zu Ihnen persönlich nochmal, wann haben Sie den Wunsch gespürt, Ernährungsberaterin zu werden? Wie kam das? Ich denke, das war so mit 14 oder 15. Ich bin ganz lange vegetarisch gewesen. Mit 12 bin ich vegetarisch geworden. Und damals gab es ja auch noch gar nicht so viele alternative Produkte. Habe auch mal kurz vegan ausprobiert. Da waren die Eltern unter Stress. Total. Kind ist plötzlich Vegetarierin. So ist das wirklich gewesen. Und habe mich aber immer schon irgendwie auch für Vitamine und Nährstoffe und auch Nahrungsergänzungsmittel damals interessiert. Ja. Und deswegen kam das immer so ein bisschen. Und dann habe ich mein Studium Ökotrophologie angefangen und mag auch gerne irgendwas mit Menschen zusammen machen. Habe im Studium noch festgestellt, dass ich auch gerne Vorträge halte. Also dementsprechend kam dann nochmal so diese Gesundheitsförderung insgesamt ins Rollen bei mir. Kochen Sie auch gerne? Ist das auch eine Grundvoraussetzung für den Beruf oder gar nicht unbedingt so? Also ich glaube, das ist schon irgendwie ein wichtiger Part. Aber mit 14, 15 kann ich jetzt nicht sagen, dass ich dann leidenschaftliche Köchin gewesen bin. Ich finde ganz spannend, Sie sind auf Helgoland geboren und auch aufgewachsen. Sie waren das eine Zeit lang. Ist das nochmal eine besondere Ernährung auf so einer Nordseeinsel? Haben Sie viel Fisch gegessen als Kind? Ich liebe Fisch, auch immer noch heute. Ja. Ansonsten hat damals auch viel meine Oma gekocht. Das hat auch einen sicherlich beeinflusst. Das prägt sicher, ja. Genau. Und nichtsdestotrotz, nein, eigentlich hat es einen nicht groß geprägt, würde ich sagen. Es ist dann immer spannend, wenn manchmal Sturm ist und es ist keine Fracht gekommen, dann gab es halt keine Tomaten im Supermarkt. Weil man war abgeschnitten. Aber nein, ehrlicherweise ist das jetzt nicht, was mich wahnsinnig beeinflusst hat. Aber ist das denn immer so gewesen? Das ist ein anderes Thema, dass man sagt, man will von der Insel runter. Wird die eng irgendwann? Ich meine, jetzt als Tourist findet man das natürlich spannend, aber wenn man da lebt. Ich glaube, im Winter wird sie eher manchmal ein bisschen einsam. Ja. Melancholisch. Ja, genau. Na, also man hat dann nicht so viele Möglichkeiten wie in Hamburg, dass man sagt, ich gehe jetzt ins Theater, ich gehe jetzt ins Kino, ich gehe oder ich setze mich in den Zug und fahre ganz woanders hin. Na, insofern, das ist da auch immer mit höheren Kosten verbunden. Klar. Und insofern bin ich schon ganz glücklich, hier seit über 20 Jahren in Hamburg zu wohnen. Klingt so, dass Sie das hier auch genießen und viele Hobbys haben. Aber nach Helgoland geht es ja trotzdem ab und an. Immer. Ne? Und jetzt fährt ja auch der Katamaran von den Langnesbrücken. Ja. Sie haben berichtet. Genau richtig. Deswegen kommt man jetzt auch wieder Dieses Nordische, das ist schon, also das ist sicherlich was mich schon geprägt hat. Und ich mag hier auch oben den Norden einfach. Ja. Wassernähe brauche ich. Vielen, vielen Dank, dass Sie so wunderbar aufgeklärt haben über die richtige Ernährung, worauf man achten sollte. Und wir haben auch den Tipp mitbekommen, man kann also auch zur Ernährungsberatung gehen. Wenn man vorher mit einer ärztlichen Verordnung versorgt ist, kann man sich Termine holen auf jeden Sehr Fall. Sehr gerne, ja. Vielen, vielen Dank für das wunderbare Gespräch und hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Dankeschön. Ein Podcast von Funke. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast. Thank you.